Hallo, hallo. Hallo. Wir haben uns heute Morgen hier zusammengefunden. Ich bin Rima Davan, Divine Creation Master mit der lieben Gudrun. Hallo. Wir wollen heute über das Thema sprechen, Burnout, Depressionen in Zusammenhang mit dem Mobbing und außerhalb von Zusammenhang mit dem Mobbing. Und genau, viel Spaß euch damit. Ja, ich So, denke, dass ja, Rima. liebe Gudrun, wir haben ja dieses Thema nicht ohne Grund ausgewählt, sondern wir haben ja auch einen Kontext damit in unseren alten Mindset gehabt. Was ist so deine alte Story mit dem Thema Burnout und Depression? Ja, also das ist mir nicht unbekannt, das Thema. Ich hatte zwar nie eine klinisch diagnostizierte Depression, aber ich kenne depressive Phasen und auch Richtung Burnout. Und vorletztes Jahr hatte das bei mir angefangen, dass ich erstmal dachte, aufgrund meines Berufs überfordert zu sein. Der Stresspegel stieg erst an, Schlaflosigkeit kam dazu und ich merkte, dass ich so langsam in eine Spirale rutsche, aus der ich nicht mehr rauskomme. Ich habe mich lange dagegen gewehrt zu sagen, es könnte eine Depression werden. Ich hatte halt einfach erstmal schlechte Laune, war gestresst und habe das so abgetan, ja, das geht ja jedem so. Und merkte aber im Laufe der Zeit, dass mein gesamtes Energiefeld runterging und runterging und runterging und ich immer mehr in diese Opferhaltung ging, mit dem Gedanken, dass die äußere Welt schuld ist, dass es mir nicht gut geht. Also der Job hat mich überfordert, familiär war alles schwierig, meine Gesundheit ging es nicht gut und immer habe ich mich als Opfer der äußeren Umstände gesehen. Und das hat mich dann letztendlich gerade mit dieser ganzen Schlaflosigkeit, also erst in eine Wut geführt. Ich fand diesen Prozess ganz interessant, in eine Wut über diese Umstände, die mich dann in eine Ohnmacht führte, dass ich dachte, naja, das ist alles im Außen, ich kann ja nichts machen, ich bin hilflos. Und dann schlug das Ganze in eine absolute Energielosigkeit um. Ich konnte keine Freude mehr empfinden. Ich wollte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Mein ganzer Körper tat weh. Und habe damals aber noch nicht gesehen, dass ich mit meinen eigenen Gedanken das Ganze unglaublich forciere. Meine Gedanken waren ständig, ich kann ja nichts dafür. Die anderen verlangen viel zu viel von mir. Die Arbeit ist zu viel. Ich komme da nie raus. Dann bin ich in die Zukunft gegangen. Und das Interessante bei diesen Gedanken war, dass ich dachte, wenn ich innerlich immer wieder diese Gedanken wiederhole, also diese stille Rebellion gegen das scheinbare Außen, dass mich doch irgendwer hören muss, egal ob es ein Gott ist oder das Universum. Und umso mehr ich klage, umso besser wird es hoffentlich irgendwann werden. Ich habe aber nicht gesehen, dass ich durch dieses ständige Wiederholen dieser Gedanken, dem, wie auch immer, Universum sende, ja, du bist gestresst, du hast keine Energie, also ist das auch so. Diesen Prozess habe ich nicht verstanden. Und erst danach wurde es in verschiedenen Schritten besser. Aber dass ich mich selber da reingegraben habe, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und wie ist es dann jetzt mit Divine Creation Master? Also was hat sich für dich dann geändert? Also der Schritt daraus war, also bevor ich das auch das Divine Healing und die Gruppe bei Patricia kennengelernt habe, die mir sehr, sehr stark auch geholfen hat, der erste Impuls war, dass ich mir eine Entlastung suche, jobmäßig, dass ich Stunden reduzieren wollte, was nicht ging, was man mir untersagt hat. Und dann war ich aber so weit tief unten, dass ich, und das war wichtig, eine absolute Entscheidung getroffen habe, dass ich gesagt habe, wenn das nicht geht, dann will ich kündigen. Wo ich eine panische Angst vor hatte, weil dann stehe ich da und habe kein Geld und gar nichts. Aber diese Entscheidung war wichtig, bin mit dieser Entscheidung nochmal zu meiner Chefin gegangen und dann hat es interessanterweise funktioniert. So, dann hatte ich erstmal ein bisschen Luft für mich. Ich dachte, so, jetzt kannst du mal gucken, was hat dir früher Freude gemacht? Welche Hobbys hattest du gerne? Da war überhaupt nicht mehr dran zu denken vorher, ne? Dann habe ich angefangen, wieder Dinge zu machen, die mir Freude machen. Das Energielevel ging wieder ein bisschen nach oben. Und dann merkte ich, okay, ich kann diese Freude ein bisschen verstärken und ein bisschen vergrößern. Und umso mehr ich meinen Fokus auf meine Freude gelegt habe, umso mehr stieg dann das Energielevel. Dann kam ich durch verschiedene Umstände dazu, erstmal meine Gedanken zu überprüfen, die ich die ganze Zeit habe, und mein Opferdasein zu überprüfen. Ja, und dann bin ich zu Patricia gekommen und da haben wir ja wunderbare
Werkzeuge und Tools bekommen, um genau aus diesen Gedankenschleifen rauszukommen und vor allen Dingen aus der Überzeugung, ich bin Opfer, ich kann nichts machen, hin zu dem, dass ich kreieren kann, dass ich verantwortlich für meine Wirklichkeit bin. Das war erstmal ein Schock in meinen Gedanken, dass ich mir das alles kreiert habe. Das war nicht einfach, das zu verstehen. Aber genau das ermächtigt mich natürlich, das zu kreieren, was ich haben möchte. Und so ging das wirklich Schritt für Schritt für Schritt immer weiter. Und ja, Und gerade auch so. das ist halt auch das Geile, dass neben diesem ersten Schock von so viel Verantwortung gleichzeitig aber auch die gesamte Ermächtigung kommt, dass du das alles für dich in jeder Richtung erschaffen kannst. Ganz genau. Und da habe ich ja wunderbare Frauen wie dich eben auch kennengelernt und wir unterstützen uns und wir haben ähnliche, verschiedene, aber auch ähnliche Biografien in dem Sinne, dass wir immer das Gleiche denken. Das tun wir Menschen alle und sehen einfach nicht, was wir damit anrichten. Vielleicht magst du ja auch mal von deinem Werdegang oder wie du da hingekommen bist erzählen. Also du hast mit Depressionen ja auch einiges zu tun. Ja, also ich habe tatsächlich mit Depressionen in der Thematik auch zu tun, dass ich in einem System auch ausgebildet wurde oder in mehreren Systemen, die eine ganz klare Hierarchie auch haben. Und ich habe mich tatsächlich in diesem System so weit nicht wohlgefühlt, dass man, wenn man jemand anderen gesehen hat, den jemand anderen bewertet hat, dass der falsch ist. Und damals wusste ich das nicht, dass das meine Bewertung von meinem Ich ist. Dann habe ich mich sozusagen dem gegenüber geäußert, dass jemand falsch arbeitet oder falsch handelt oder sich nicht richtig benimmt. Das hatte dann zur Folge, dass man mir dann ganz klar auch gezeigt hat, du bist nicht okay. Weil ich das schon bereits in mir selber hatte, so, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug und das habe ich nach außen projiziert. Und sie haben mir das genauso gespiegelt, weil das ist ja so eins dieser Regeln, man will immer Recht haben, ja. Und dann kreiert sich seine Außenwelt immer so, dass man Recht behält. Und wenn man denkt, ich bin es nicht wertvoll, ich bin es nicht wert, geschätzt, geliebt oder sonst was werden, dann kreiert man sich das genauso, nicht mit einem bösen Willen oder bewusst oder so, aber man kreiert sich's. Und das war halt so mein Starten, dass ich dann halt das so schön in die Spitze getrieben habe, dass ich dann eine Mobbing-Situation auf dem Arbeitsplatz hatte, dass ich eine Bossing-Situation auf dem Arbeitsplatz hatte. Und das hat mich so sehr in die Ohnmacht getrieben. Also ich habe so sehr zugelassen, dass ich tatsächlich danach in eine Depression gerutscht bin, weil da haben Teamgespräche haben irgendwie keinen Anklang gefunden, da haben Gespräche mit der Chefin keinen Anklang, auch Supervisor, die eingesetzt wurden, da wurde hat es auch nicht stattgefunden, so dass ich dann wirklich mit Herzrhythmusstörungen auf der Station zweimal umgekippt bin. Die wurden nicht diagnostiziert, aber man hat mich ans EKG gehängt, weil das so war. Also da war das Herz quasi gerade am Stolpern und Poltern. Dann bin ich sozusagen aus diesem Beruf ausgestiegen, weil das meine Verknüpfung war, nicht nur dieses Team und diese Arbeit, sondern dieses ganze System ist falsch. Und ich bin dann quasi die Richtige, ich muss was anderes finden. Mittlerweile sehe ich das nicht so, sondern alles ist ja mein Output. Es ist von denen niemand falsch gewesen. Die sind alle perfekt, das System ist perfekt. Vor allem ich habe ja alle Macht, das so zu sehen, wie ich möchte. Ich kann das alles revidieren in diesen ganzen alten Stories. Und bin nicht mehr in dieser Opferrolle und keiner ist mehr in dieser Täterrolle. Und deswegen habe ich auf alle Seiten Freiheiten erschaffen. Das heißt, du hast das so schön beschrieben, man kann sagen, in dem Moment, wo ich andere Menschen kritisiere, zurechtweise, mich vergleiche, kritisiere ich eigentlich mich selbst. Das heißt, ich setze mich selbst unter, ich wertschätze mich selbst nicht. Kann man das so sagen in diesem
Ja, So ist ich gehe das. davon aus, dass ich nicht perfekt bin und daran zweifle einfach, dass ich einfach ein göttliches Geschenk bin, weil ich bin ja auch aus purer Liebe hergekommen, also als dieses Wesen. Und davor waren ja auch keine Geschichten da. Genau, und diesen Schritt zu machen, ich glaube, das ist ganz nicht nur wichtig, sondern auch schwierig zu sehen, wenn ich andere Menschen kritisiere, kritisiere ich mich selbst damit und setze mich von meinem, ja, göttlichen Wesen oder natürlichen Wesen zurück Ja. und produziere dadurch Ängste und Stress und alles Mögliche. Aber den Schritt überhaupt zu sehen, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, weil wenn wir andere Menschen kritisieren, denken wir, wie du gesagt hast, wir sind im Recht. Die anderen haben etwas falsch gemacht und sehen aber nicht, wie das auf uns zurückfällt. Ja, und das ist ja mitunter, wir haben ja auch so Schlüsselworte, die uns das immer wieder zeigen. Welche Macht auch nur Schlüsselworte haben, wie es ist schwierig, es dauert lang, es ist unmöglich, solche Dinge. Für mich ist das nicht mehr schwierig, weil ich mir tagtäglich sein, alles ist leicht. Und Genau. ich bin immer perfekt. Das nimmt halt sehr viel Druck raus. Ich bin immer perfekt. Ich darf wütend sein, ich darf eifersüchtig sein, ich darf keine Ahnung, mich auch ärgern über alles, aber nicht mit dem Ausgangspunkt, der andere ist schuld, sondern dieses Gefühl ist bei mir und ich bin damit trotzdem perfekt. Und so habe ich im Außen keine böse Situation mehr. Ganz genau. Und ich glaube auch, das war ganz wichtig, was du sagst. Man darf auch wütend sein und man darf auch mal eifersüchtig sein. Ich glaube, der Unterschied ist, wie lange wir in diesem Prozess bleiben und dann Geschichten kreieren. Also ich habe immer so schön gerne dieses Beispiel von wenn Enten auf einem Teich sich bekebbeln und wütend sind, dann flattern die so mit den Flügeln und regen sich kurz auf und danach ist wieder Ruhe. Ja. Und das wäre auch bei uns ein ganz natürlicher Prozess. Natürlich können wir uns aufregen, wenn, weiß ich nicht, jemand nimmt uns die Vorfahrt als Beispiel. So, und dann regt man sich kurz auf. Aber wenn wir dann nach Hause gehen und diese Geschichte weiterspinnen und weiterspinnen und weiterspinnen, dann haben wir auch Reaktionen im Körper. Wir verfestigen das und geben dem anderen die Schuld. Und wenn wir das über Tage machen, egal mit welcher Situation wir dann in diesem Stress sind, dann schütten wir auch alle möglichen Hormone aus, die unseren Geist und unseren Körper vergiften. Und das ist ja oft das, was wir tun, ne? Also der Unterschied, was ich sagen will, ist, jedes Gefühl ist in Ordnung, was wir haben. Ja. Absolut jedes. Aber wie wir dann nachher damit umgehen, welche Gedanken wir dazu haben und welche Geschichten wir weiterspinnen, dann könnte erst das Problem eigentlich anfangen. Und ich finde das auch schön, dass du das halt aufgreifst, dass wir alle Geschichtenerzähler sind. Also wir sind Geschichtenerzähler und wir haben aber auch die Möglichkeit, diese Geschichten zu revidieren. Wenn mich jetzt irgendjemand die Vorfahrt nimmt, dann kann ich mir auch sagen, hey, wunderbar, meinem Auto ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert. Also man hat immer die Möglichkeit, diese Geschichten für sich so zu drehen, umzudeuten, wie man möchte. Und das ist nicht positives Denken oder sowas, sondern es liegt in meiner Macht, wie ich diese Geschichte weiter behalten möchte in mir, in meinem System behalten möchte. Und wir haben das so gut trainiert, alle in unserem Unterbewusstsein, oder dass wir gleich ins Negative rutschen und sagen, Story, 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 Story. Schaffen es sogar unseren Urenkeln, diese Storys zu vermitteln, ja? Also die können so lange dauern. Aber dann zu sagen, stopp, was will ich denn? Was für eine Story will ich für mich und auch für später für andere einfach haben, egal wie das jetzt Zustand war. Und das ist halt, was du auch sagst mit dem Entenschlag, also Flügelschlag. Dieses Gefühl darf da sein, aber ich muss dem ja nicht nachgeben. Das ist einfach. Dieses Gefühl ist gerade da. Ich kann es ganz neutral sagen, das ist da, aber ich muss nicht darauf reagieren. Ganz genau. Und was ich auch noch sehe, wir sind sicherlich ja alle geprägt von unseren Familien, von unserer Kultur, von unserer Religion. Und wir leben in einem System der Angst. Und wir merken das nicht. Wir sind, wenn es kleine Beispiele sind in der Schule, man zu den Kindern sagt, wenn du jetzt nicht gut lernst, dann wirst du später nicht nur keinen guten Abschluss machen, sondern was soll aus dir werden? Und wenn du die Werbung macht ja auch alles Mögliche. Und wir merken das noch nicht einmal.
Ja. Und die Angst selber, die uns ständig begleitet, ist eigentlich gar nicht das Problem. Die Angst, wenn Angst auftaucht oder ein negatives Gefühl, heißt es erstmal nur, schau mal, du bist da gerade auf dem falschen Weg. So. Ja. Ist eigentlich ein gutes Signal zu sagen, naja, ich bin jetzt gerade nicht bei mir, ich bin jetzt gerade nicht in meiner göttlichen Kraft. Das ist ein wunderbarer Fingerzeig, aber was machen wir daraus? Wir spinnen diese Gedanken immer weiter und immer weiter und haben nie gelernt, weder in den Schulen, ne, das sehe ich ja auch, oder in vielen anderen Bereichen, es wird immer nur mit Angst gearbeitet, mit Angst motiviert. Aber die Geschichten, die wir erzählen und unseren Kindern, sind das freudvolle Geschichten? Sind das Geschichten, die zu motivieren da sind? Und das ist das, wo wir uns frei machen können oder auch müssen. Und wir lernen das jetzt zum Beispiel bei Patricia, ne? Und Ja. das ist erstmal, ja, wie, warum soll ich mir was Schönes erzählen? Das ist doch alles so furchtbar. Aber dass wir mit unseren Gedanken genau das kreieren, und das ist eigentlich überhaupt nicht schwer, aber Nee. wir sind es überhaupt nicht gewohnt, ne? Und das ist halt der perfekte Barometer, um zu wissen, wann stecke ich in einer Lüge? Dann, wenn es mir nicht gut geht. Mehr muss ich gar nicht wissen. Und wann bin ich in meiner Wahrheit, wenn es mir gut geht? Und das sind so, du brauchst fast gar nichts mehr zu wissen, das ist einfach der Barometer, den wir haben. Und dann geht man doch lieber dem nach, wo es einem gut geht. Und ja, es ist Fitnessstudio, es ist Entlarvungsarbeit, so wo versteckt man einfach auch diese Lügen und Glaubenssätze, damit man das revidieren kann, damit man neu kreieren kann, damit man das manifestieren kann. Und wir hatten es ja auch davon, dass wir, wenn wir das für uns kreieren, das auch erlauben müssen, dass es in unserem Leben eintritt, und das dann annehmen können. Wenn ich dann sage, meine Story mit dem Mobbing, das war gar nicht so. Das war komplett anders, ja. Dann ermächtige ich mich wahnsinnig. Dann nehme ich alles raus, was mit dieser Situation und auch mit der Zeit damit verbunden war, dass ich mich nicht einlassen konnte. Und mein Selbstwertgefühl ist nicht mehr davon abhängig, weil Und ich das, weiß, dass es mein Inneres ist. genau, und das Innere, was du gerade ansprichst, da müssen wir erst wieder hinkommen, weil alles, was wir sehen, ist erstmal mit unseren physischen Augen, mit unseren physischen Ohren. Und da suchen wir ja immer die Beweise, die in dem Moment natürlich auch da sind, wo wir uns etwas kreiert haben. Ja. Mir fallen jetzt zum Beispiel, weil du eben auch Mobbing, das Mobbing angesprochen hast. Und ich sehe das ja mit den Kindern teilweise, mit denen ich viel arbeite. Wenn ich da Kinder habe, die in so einer Mobbing-Situation sind oder ja, oder nachhaltig immer wieder geärgert werden, mit denen spreche, dann ist es so, dass die sagen, ja, ich bin ja auch verkehrt und ich kann das ja auch nicht und das ist ja alles. Und wenn ich dann versuche, ein anderes Mindset mit ihnen zu erarbeiten, sagen die, ja, aber guck doch mal, der ärgert mich doch die ganze Zeit. Das ist doch der Beweis dafür. Das Ja. heißt, gerade auch Kinder können das ja noch schwieriger als wir Erwachsene, die Beweise von außen erstmal außer Acht zu lassen und Ja. zu sehen, in meinem Inneren kann ich mich stärken. Und das, was ich über mich selber denke, stimmt so nicht. Ne? Ja. Aber wir gucken, wir suchen uns immer die Beweise im Außen und dann ist die Falle perfekt. Ne? Ja, und das lernen halt schon die Kinder. Und das ist halt, finde ich halt jetzt großartig, dass wenn jetzt einfach Frauen das für sich lernen, ob sie jetzt Mütter sind oder nicht sind, ja, aber sie sind ja auch Töchter und Tanten und Schwestern und das ist einfach sich so sehr im Außen einfach auch zeigt, wenn man so viel quasi einen Großputz bei sich macht in den Gedanken, dass das Auswirkungen auf alle hat in seinem Umfeld, weil das so systematisch vorgeht und so verteilt sich das halt auf diese Welt. Und das ist großartig, weil wir nämlich hier in unserem Coaching das ja auch gegenseitig, wenn man ab und zu in so einer Situation steckt, dass man es nicht sieht, ja, dass man es selber nicht sieht, dann hat man wirklich irgendwie die ganzen anderen Augen, die das beleuchten, die dann sagen, da darfst du hinschauen. Und deswegen sind wir auch so schnell in unserer Entwicklung und deswegen ist ja auch dieses Mastermind genauso schnell, weil man dann Patricia hat, uns als Mentoren hat, um genau diese Schatten oder diese dunklen Ecken auch noch zu beleuchten. Genau. Und schön ist dann, wenn die ersten Beweise in der 3D-Welt dann auch wirklich auftauchen und man dann sagen kann, ja, wow, das funktioniert, das ist ja wirklich wahr und nicht nur
in meinem Geiste, sondern ich kreiere das wirklich auch im Außen. Und dann dabei zu bleiben. Und es ist ja kein Prozess, der irgendwann aufhört, wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt darf ich mich wieder auf die Couch setzen und meine Chipstüte essen. Also was man auch darf, klar. Aber es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken und es gibt auch immer wieder neue Fallen, die kommen. Und da einfach aufmerksam und auch achtsam zu sein und zu wissen, okay, manchmal holt mich das alte Ich, also ich bin ja seit über 50 Jahren in meinem alten Ich gewesen und das hat noch eine unglaubliche Sogkraft. Und wenn ich nicht aufmerksam genug bin, dann schlägt das hin und wieder zu. Und Ja, dann muss aber ich. was für auch tolle Sachen hast du schon in den Wochen erlebt, also in den 2, 3 Monaten. Das ist Unglaublich. ja, weißt du, so ein Tempo und auch eine Genialität, die du dann kreiert hast. Das ist wie deine wunderschönen Bilder im Hintergrund. Du hast eine Grundskizzierung in deinen Gedanken und dann nimmt es so in der Realität, so Stück für Stück und Stück immer mehr Form an. Und das ist nichts anderes wie kreieren und manifestieren. Genau. Und wir sehen das ja bei uns allen, auch wenn wir uns so die ersten Erzählungen oder Videos, als wir uns kennengelernt haben vor 2 Monaten, wir sind wirklich andere Menschen gewesen, ne? Ja. Also es ging da erst nur darum, auch ja nicht zu klagen, aber so und so und so schlimm ist die Welt und welche schnellen Fortschritte wir gemacht haben mit unserer gegenseitigen Unterstützung und wir auch ganz anders berichten jetzt von unserem Ja. Leben. Das Und ist vor schon. allem, wir können ganz viel in uns selber machen. Also diese Unterstützung ist zwar kein Muss, aber man spart sich wahnsinnig viel Zeit und Energie. Ja. Und das will ja jeder. Also wir wollen ja lieber unsere Lebenszeit in Freude und Großartigkeit verbringen, wie in diesem ganzen alten Schlamm. Genau. Und das mit der Freude, was du ansprichst, das ist mir auch erst später klar geworden. Also wenn ich so früh über den Sinn des Lebens und das Ganze nachgedacht habe, war ich noch sehr geprägt von meinen Eltern oder ich bin auch sehr kirchlich aufgewachsen. Und immer hat das Leben etwas Schweres, eine Schuld abzuarbeiten oder das Leben darf keinen Spaß machen, weil es gibt ja die Ursünde und man muss, um Geld zu verdienen, hart arbeiten und diese ganzen schweren Dinge. Und jetzt sehe ich, nein, ich bin jetzt wirklich überzeugt, dass der Sinn des Lebens ja auch immer Freude ist, mit Freude Ja. hier zu sein. Und das kann man auch ausstrahlen, das kann man auch weitergeben und das ist dann, das ist so fließend. Warum nicht? Wir sind hier, um Freude zu haben, um zu Ja. kreieren, um uns die Welt so zu schaffen, wie sie einfach ein schöner, friedvoller Ort für uns ist. Und was für ein Wow ist es, dass du das innerhalb von ein paar Wochen, also wirklich einen Stempel von früher, innerhalb von ein paar Wochen für dich so revidieren kannst. Genau. Und dazu muss ich nicht meine Eltern verantwortlich machen oder die Kirche, wo ich früher auch gerne gegen rebelliert habe. Nein, ich muss diese Überzeugung nur in mir finden. Mehr muss ich Ja. gar nicht tun. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Gudrun. Es war ein Fest mit dir. Wir sagen Tschüss, viel Spaß mit diesem Video. Ja, und bucht unser Mastermind Es auf der, lohnt sich auf jeden Fall. genau, auf Patricia Denders Seite. Es wird auf jeden Fall lohnenswert sein, wie die Gudrun sagt. Tschüss. Tschüss.